Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Dirt 4. Heute geht es in eine richtige Rallye und das zum ersten Mal seit langem, denn die letzten Male haben wir uns den Rallycross-Rennen und Meisterschaften gewidmet. Und heute fahren wir in einem schicken Subaru in der Europa-Rallye auf losem Untergrund. Es gibt zwei Events. Das erste hier ist in Wales und das zweite wird dann sein in Schweden. Und es gibt zwei Fahrzeugklassen, die R5-Fahrzeugklasse und die bis 2000 Kubik. Dort haben wir zum einen den 2001er Ford Focus RS, den 2001er Subaru Impreza und da haben wir ihn, den 2007er Ford Focus RS. Ja, und dann würde ich sagen, als ersten Schritt kann man tatsächlich auch mal das Auto verbessern hier von den ganzen Teilen her. Die Rang-A-Teile hinzufügen, damit die etwas länger halten. Und dann legen wir auch gleich mal los mit einem kleinen Testrun. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn die letzte Rallye ist schon ein Weilchen her. Und das Handling ist ein bisschen ungewohnt, kann ich mir vorstellen, wenn ich hier gleich reingehe in die ganze Sache. Aber ansonsten gucken wir mal. Ja, ansonsten hat das Fahrzeug grundlegend unsere Farben, die ich als unsere Teamfarben deklariert habe. Blau und Gelb, allerdings mit anderen Farbtönen. Und darüber hinaus in einer ganz anderen Anordnung natürlich, das sind die Subaru-Farben. Und ich muss sagen, die fand ich immer sehr, sehr, sehr schick und hat mir immer super gefallen. Und das ist so ein bisschen die Farbkombination, das ist das Layout in Anführungszeichen, was ich mit am meisten mit Rallye verbinde tatsächlich. Ich glaube, es gibt kaum etwas anderes, was ich mehr damit verbinde. Vielleicht eine Martini-Lackierung auf einem Lancia, aber ansonsten ist das so für mich sinnbildlich für Rallye stehend. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 60. Rechts 6, links 5, über Kuppe. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke. Links 5, rechts halten, über Kuppe. Links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenke. Links 4, rechts 3, in links 2, rechts 5, links 4, 90 Grad rechts, 100. Links halten, über Welle. Okay, ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit der Anordnung von meinem ganzen Set hier. Hab das Gefühl, als ob ich ein bisschen schief sitze. Mein Lenkrad ein bisschen schief sei. Gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser läuft. So, das ist so ein bisschen eine Ungereimtheit, obwohl ich gerade eben Assetto Corsa gespielt habe. Da ging's noch. Manchmal ist das Gefühl aber ein bisschen komisch. So, ansonsten, das Fahrverhalten gefällt mir super. Ich habe ein bisschen mehr Force Feedback mittlerweile drin. Und das dürfte manchmal ein paar Probleme machen, wenn das Auto ein bisschen stärker sein will, vom Feedback her. In links 6, durchsenke. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 60. Rechts 6, links 5, über Kuppe. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke. Links 5, rechts halten, über Kuppe. Da wollte ich einfach nur zu viel. Links 6, in offene Kehre rechts, lang. Durchsenke. Links 4. Rechts 3. In links 2. Rechts 5. Links 4. 90 Grad rechts. 100. Links halten über Welle. Okay, fährt sich super. Muss ich sagen. Bisschen untersteuern hat er. Ich habe das Force Feedback um 5% hochgedreht. Das Lenkrad, das ich benutze, das hat allgemein sehr, sehr starkes Force-Feedback, das Clubsport Wheel V2. Ich habe da jetzt statt 30% am Lenkrad, im Spiel habe ich alles auf 100%, glaube ich, oder bei Standardeinstellung zumindest, da habe ich jetzt statt 30 35% genommen. Ich finde, in Rallye-Spielen ist es ganz angenehm, wenn das Ganze so eine etwas begleitendere Rolle hat, wenn es nicht so, wenn es dich nicht so bestimmt, das Fahrzeug, sondern eher du das Fahrzeug immer noch bestimmen kannst, weil so ist es in vielen anderen Spielen und in Rallye ist es vor allem dann so, dass die Effekte so stark sind, dass meistens das Fahrzeug dann über dich herrscht. So, testen wir das Ganze nochmal hier aus. 4,
3, 2, 1. Luft. Rechts 6, Kuppe. In links 6, durchsenke. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 60, rechts 6, links 5, über Kuppe, rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke, links 5, rechts halten, über Kuppe, links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenke, links 4, rechts 3, in links 2, rechts 5, links 4, 90 Grad, rechts, 100, links halten, über Welle. Na, es ist nicht deutlich schneller. Das Auto ist ein bisschen träge. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Force Feedback ein bisschen hochgedreht habe. Das Geile an niedrigerem Force Feedback ist halt, dass man immer noch so ein bisschen die Streckeneffekte hat, aber dass man trotzdem das Lenkrad halt richtig, richtig schnell rumreißen kann, und das habe ich halt ganz gerne. Vielleicht muss ich mich einfach wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich gehe jetzt mal wieder 5% runter und dann legen wir mal mit der ersten Wertungsprüfung los. Ich glaube, auf der Strecke ist ein Unfall passiert. Pass auf. Okay, danke für die Info schon mal. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. Rechts 6, Kuppe. In links 6, durchsenke. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 60. Rechts 6, links 5, über Kuppe. Rechts 6, Kuppe. In links 6, durchsenke. Links 5, rechts halten, über Kuppe. Links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenke. Links 4, rechts 3, in links 2, rechts 5. Okay, egal was man macht, der hat Untersteuern. Gefällt mir irgendwie gar nicht, das Auto, muss ich gerade sagen, vom Fahrverhalten her. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 60. Rechts 6, links 5, über Kuppe. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durchsenke. Links 5, rechts halten, über Kuppe. Links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenke. Links 4. Na komm schon. Rechts 3, in links 2, rechts 5, links 4, 90 Grad, rechts, 100. Links halten, über Welle. Rechts 6, durchsenke. In links 6. Rechts halten über Kuppe, 60. Links 6. Rechts 5. Links 5, über Welle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. Oh Mann. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, über Kuppe, durch Tor. Links 3, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offene Kehre, rechts, lang. 60, durchsenke. Links 3, über Kuppe, 130. Links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, 60. Rechts halten, über Kuppe. Links 3, nicht schneiden. Rechts 4. Oh Mann. In links 6, 60. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe. In rechts, 3, über Kuppe. 60, durchsenke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Wie früh hat er das denn angesagt? Rechts 3, 60. In die Kurve davor. Kam viel zu spät. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Durchsenke, rechts 3, 60. Links 3, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offene Kehre, rechts, lang, nicht schneiden. 60, durchsenke. Links 3, über Kuppe. Durch Tor, links 6, über Kuppe, 2, über Kuppe. Rechts 5, links 6, 100. Links 5, links 3, über Kuppe.
rechts 6, über Kuppe. Durch Tor, 60, in rechts, 3 über Kuppe. 60 durch Senke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Durch Senke, rechts 3, 60. Links 6, über Kuppe, Spritzwasser. Links 6, über Welle, rechts 3. Links 6, über Kuppe, 150. Rechts 3, lang, mach zu, über Kreuzung, nicht schneiden. Links 6. Durch Tor, rechts halten, über Kuppe, links 3. Achtung, da vorne, rechts 4, in links 6, 150. Rechts 4, links 1, Welle, senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, 60, über Welle. Sofort offene Kehre rechts, innen halten. Rechts 6. Rechts 2, nicht schneiden. Links 3. Oh Mann. Rechts 4. Na, oh, die Kurve habe ich in übersehen. Offene Kehre links, lang, durch Senke. Oh nein, bitte nicht. In rechts 6, links halten, über Kuppe, nicht schneiden. Komm schon, geh rechts um die Kurven, Mann. Nicht schneiden. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, durch Senke. In rechts halten, durch Senke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, links 4. Ah, Mann, 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 Mann. Es ist echt super ungewohnt hier. Rallycross-Autos und dann der. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 5. Rechts 5 durch Senke. Links 3. 60 über Welle. Kuppe. In rechts 6. Links 5. Rechts 4 über Kuppe. Links halten durch Senke. Rechts 2 durch Senke. Links 3. Nicht schneiden. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durch Senke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Über Kuppe. Rechts 5. Rechts 5. Durch Senke. Links 3. 60. Über Welle. Kuppe. In rechts 6. 80. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. Rechts 5 durch Senke. Links 3. 60 über Welle. Kuppe. In rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5 über Welle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. In links 6. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Ja, also dieses Auto. So sehr ich Subaru schätze als Automarke und auch die Rallye-Erfolge hoch ansehe, dieses Auto eine höhere Platzierung anstreben. Oder ich glaube bis jetzt alle Subaru-Autos im Spiel passen nicht zu meinem Fahrstil. Man merkt's, die Umstellung ist gigantisch von einem Rallye-Cross-Auto mit 600 PS, was sich auch noch richtig, richtig krass um die Kurven peitschen lässt, wenn du möchtest, im Vergleich mit dem hier, der halt nicht um die Kurve will, egal wie hart du einlenkst und egal wie sehr du das Auto auch übersteuerst am Lenkrad, der bleibt stabil. Das ist vielleicht ganz gut für eine Straßenfahrzeuglage, aber für meinen Wunsch für einem Rallye-Auto ein bisschen am Ziel vorbei. Aber gut, ich muss mich halt ein bisschen dran gewöhnen. Die Atmosphäre ist toll und alles läuft nach Plan. Sollte also ein gutes Rennen werden. Auch die Ansagen etc. ist natürlich ein bisschen ungewohnt nach Rallycross, aber kriegen wir schon hin. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 6, mittig halten, über Kuppe, 100. Links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, 100. Rechts 6, links 5, über Kuppe. Rechts 6, Kuppe, in links 6, durch Senke. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, lang, nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durch Senke, runter. Die Passage Kuppe, kommt mir so rechts, 6. bekannt vor und ich mag sie nicht. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke, mittig halten. Über Kuppe, runter. Links 5,
Links 3 über Kuppe. Rechts 6 über Kuppe. 150. Rechts 3 lang. Mach zu. Über Kreuzung. Oh Mann. Schneiden. Alter, was ist mit den Büschen da los? Okay, wo geht's jetzt lang? Links 6, 60. Rechts 2, in links 4, überwählen. Rechts 3, nicht schneiden. Links 4. Rechts 6. Links 3, durchsenken. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offene Kehre, rechts, lang, nicht schneiden. 60, durchsenken. Links 3, über Kuppe. Rechts 6, 60, durchsenke, links 3. Rechts halten, oh nein! Rechts halten, überwenden. Nur beim Bremsen übersteuern, das darf doch nicht wahr sein. In links 6, durchsenke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durchsenke, 100. Rechts 6, durchsenke, rechts 4, Kuppe, Leichtsprung. Rechts 6, über Kuppe, links 6, rechts 5, links 5, überwenden. Achtung, Kuppe, rechts 1. Oh, links da kommt schon wieder das Heck quer. Links 6. Offene Kehre links. Innenhalt. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. Warum nicht mal in so einer Kurve? Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. 130. Links 5. Links 3 über Kuppe. Rechts 6. Über Kuppe. 60. Links 3. Durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offene Kehre, rechts, lang, nicht schneiden. 60, durchsenken. Links 3, über Kuppe. Rechts 5, über Kreuzung, über Kreuzung. Rechts 6. Rechts halten, über Kuppe, links 3. Rechts 4. In links 6, 60. In links 6. Bis Ziel. Langsam zum Marshall. Mann, tue ich mich mit der Kiste schwer. Ja, aber die Sektoren, wo ich kein krasses Untersteuern oder Snap-Oversteer habe, da geht's ja noch. Okay, der Marshall hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreicht haben. Das können wir besser. Ich stelle mir das so vor, der Marshall. Nein, sie haben heute keine gute Platzierung erzielt. Tut uns leid, aber sie waren heute richtig, richtig, richtig schlecht. Es gab sehr, sehr viele Fahrer, die waren besser als sie. Und noch viel mehr Leute waren sehr viel besser als sie. Sie haben eine schlechte Platzierung erreicht. Genauso sagen das die Marshalls. So, komm, die letzten zwei Etappen. Wir haben noch ein bisschen Raum für Verbesserungen. Also, wir haben sehr viel Raum für Verbesserungen. Aber wir können uns auch noch positionstechnisch verbessern. Und es sind ja zwei Events. Also, wenn wir in Schweden wieder besser zurechtkommen, dann wäre hier zumindest eine einigermaßen gute Platzierung ja schon ganz gut. Dann könnten wir ein bisschen vorlegen. So, bisschen... hier, Schadensbegrenzung betreiben. Let's go. Okay, bleib konzentriert. Die Dunkelheit macht es uns besonders schwierig. Ja, aber die Leuchten sehen ja super hell aus. Eieieiei. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. Rechts 4, über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten, über Kuppe. Rechts 6, links 4. Rechts 3, links 6, über Kuppe. 60. Mittig halten, über Kuppe. 80, durchsenke. Mittig halten, Übersprung. 60, in rechts, 3 über Kuppe. 60, durchsenke. Offene Kehre, links, lang, rechts schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Durchsenke, rechts 3, 150. Links 5, links 3 über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, durch Tor, 60, links 6, durchsenke, links 4, über Kuppe, durchsenke, links 6, mittig halten, über Kuppe, links 6, über Kuppe, 2, über Kuppe, rechts schneiden, rechts 5, links 6. Oh nein! Links 6, durchsenke, links 4, über Kuppe. Das lief so gut bis eben. Links 6, mittig halten, über Kuppe, durch Tor. Links 6, über Kuppe, 2 über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, links 6, durch Tor. Rechts 5, über Kuppe, links 3, lang, nicht schneiden. Rechts 3 über Kuppe, durchsenke, 200. Achtung, langsam, scharf rechts. Links 4,
60 über Welle. Durch Tor, rechts halten, über Puppe, links 3, rechts 4. In links 6, 60, in links 6. Kuppe 60, in rechts 3 über Kuppe. Links 5, senke. Links 5, rechts 4 über Kuppe. Links halten, durch senke, rechts 2, durch senke. Links 3, rechts schneiden. Links 6. Offene Kehre links, innen halten, nicht schneiden. 60 über Kuppe, 80. Über Welle, sofort offene Kehre rechts, innen halten. Rechts 6. Rechts 3. In links 2, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Rechts 5. Links 1, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 2 lang. In links halten, über Puppe, in rechts 1, lang, macht auf, nicht schneiden. In links 2, Kuppe, 60. Nein! Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, über Puppe, durch Tor. Links 6. Rechts 4. Links 3. Mittig halten, über Puppe. Rechts 4, über Wellen, nicht schneiden, in links 2, rechts 6, in links 2 lang, mach auf, über Kreuzung, nicht schneiden, 100, 80 durch Senke, mittig halten, über Sprung, 100, durch Tor, links 6, über Kuppe, 2 über Kuppe, nicht schneiden, rechts 5, links 6, durch Senke. Links 3, Kuppe. Rechts 3, lang. Kuppe, links 5, 60. Links 6, über Kuppe, Spritzwasser. Links 6, über Welle, rechts 3. Links 6, über Kuppe, 80. Kuppe, senke, rechts, 6. Rechts 4, über Kuppe, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, links 6, durchsenke, bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Endlich mal eine gute Zeit. Boah, alter Verwalter, ey. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Ja, das Handling eines LKWs, kann man schon mal so sagen. Und wir sind im Gesamtevent auf die 2 nach vorne gekommen. 20 Sekunden noch hinter Mercier. Gut. 5 Sekunden vor dem Drittplatzierten. War schon mal ganz gut, die Etappe. Da habe ich mich ein bisschen, wie sagt man so schön? Da habe ich mich ein bisschen gefangen und da ging es auch einigermaßen gut, aber trotzdem nicht gut genug, meiner Meinung nach. Da war noch sehr, sehr, sehr viel Zeit drin, aber ja, das ist halt so das Ding, wenn das Ding Handling wie ein LKW hat. Aber gut, probieren wir es jetzt nochmal. Eieiei, jetzt ist es. Könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Jetzt ist es ja richtig dunkel hier. Rechts halten, über Kuppe, 60. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang, durchsenke, nicht schneiden. In rechts 6. Links halten, über Kuppe. Rechts 5. Runter. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Runter. Rechts 4, links 1, Welle, senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6. Links 6, über Kuppe. Links 6, über Welle. Rechts 3. Links 6, über Kuppe. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 5. Links 6. Rechts halten, über Kuppe. Links 3. Rechts 4. In links 6. 150. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Nicht schneiden. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5. Über Welle. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6.
Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6, 80, 80 durch Senkung. Oh Gott. Mittig halten, Übersprung, 200. Links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, 60. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Rechts 5. Links 6. Rechts 5. Überkreuzung. Überkreuzung. Rechts 6. 60. Rechts 6. Links 5. Überkuppe. Rechts 6. Kuppe. In links 6. Durchsenke. Links 6. Offene Kehre links. Innenhalten. 60. Überkuppe. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Kuppe. Vielleicht Sprung. Nicht schneiden. Rechts 6. Überkuppe. Rechts 3. In links 2, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Rechts 5. Links 6, Kuppe, senke. Rechts 6, links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6, rechts 5, über Kuppe. Links 3, nach, nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durchsenke, 60. Rechts 6, 60, durchsenke. Links 3. Rechts halten, über Welle. Rechts 5, nicht schneiden. Links 4, nicht schneiden. 90 Grad, rechts, 100. Links 6. Nein, falsche... Falsche Richtung. Sehr gut. Offene Kehre links, innen halten. 60 über Kuppe, 100. Rechts 4, links 1, Welle, oh, senke. Mann, ey. Ich komme immer außen gegen irgendwas. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, 60, über Welle. Sofort offene Kehre rechts, innenhalten. Rechts 6. Links 6, Kuppe, senke. Rechts 6, links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6. Links 6, Kuppe, senke. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Das Ding ist, ihr seht's halt nicht, aber wie ich hier am Lenkrad gerade rumhacke, also wie ich hier wirklich mit dem Lenkrad rumwedel. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Ich hau das wirklich nach rechts und links und ich probiere alles, aber da geht nix. Beim Auto rührt sich gar nichts. Also wirklich, ich würde gern wissen, wie sich, ja, die Focus-Autos, die Ford-Fahrzeuge, wie die sich fahren lassen. Denn keine Ahnung, ob die genauso ein Untersteuern haben, aber Mann, das Auto, das ist echt grausig zu fahren, sorry. Also, der hat in so vielen Situationen einfach nicht richtig reagiert und er ist sich ein bisschen gefahren, als wäre der, weiß nicht, als wäre das halt so ein LKW, wie gesagt. Ich habe mich schwer getan mit dem. Vielleicht habt ihr aber Erfahrungen mit dem Subaru von 2001 und könnt mir ein bisschen was berichten. Ansonsten hoffe ich, dass es viel Spaß gemacht hat, mir beim Failen zuzugucken. Ja, verhaltener Applaus hier für uns, für den dritten Platz. Und wir haben keine saubere Wertungsprüfung hinbekommen, ja. Ich werde versuchen, in Schweden besser mit dem klarzukommen. Aber, naja, ich tue mich bis jetzt noch mit dem schwer. Wie gesagt, ich hoffe aber, dass wir den einigermaßen noch gut hinbekommen. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Nächstes Mal tun wir ihn uns nochmal an und dann schauen wir mal. Gibt es ein wenig Verbesserungen oder bleibe ich bei meinem Problem mit diesem Fahrzeug, das so untersteuert, wie ich kaum anderes Auto erlebt habe beim Untersteuern. Die Kit Cars waren so ähnlich. Aber, ja, weiß nicht. Vielleicht ist auch die Umgewöhnung bei der Ready Cross, da war es ja schon ein bisschen was anderes. Ihr habt es ja gesehen, teilweise die Kurven, die habe ich auch, ja, die bin ich vielleicht ein bisschen zu schnell angefahren, sage ich mal. Also vielleicht ist es nicht die Schuld des Autos, sondern einfach die Umgewöhnung, dass man davor mit einem 600 PS Auto gefahren ist und jetzt hat man nur noch die Hälfte. Und ihr habt es auch mitbekommen, dass ich ein paar Mal die Ansagen nicht mitbekommen habe, insofern... Es könnte viele Gründe haben, ich glaube, alles spielt so ein bisschen mit rein, aber insgesamt kann man festhalten, dass es nicht unser stärkstes Rennwochenende war,
Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, recht okay, zufrieden aus dieser Folge gehen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr Spaß hattet, mir beim Failen zuzusehen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter in Schweden und dann gibt es eine kleine Abkühlung bei diesen heißen Temperaturen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Macht's gut!